Willkommen zum Unboxing-Video für das neue Objektiv M-Suico 150 bis 600 mm von OM System. Das Paket ist gekommen, da haben wir es. Und jetzt will ich natürlich alle dran teilhaben lassen, was ist alles mit drin, wie ist es verpackt, auf was können wir uns vorbereiten. Dafür schalten wir ganz kurz um und schauen uns das Ganze von oben an. Bei OM System ist ja in der Zwischenzeit die Verpackung alles ohne Hochglanz und sonstiges als natürlicher Karton mit drin. Beschriftung eigentlich, glaube ich, relativ selbsterklärend. 150-600 mit 5,0 bis 6,3 stabilisiert. Und dann gehen wir doch einfach mal in die Verpackung rein. Wir haben die Garantiekarte, wir haben eine Bedienungsanleitung, dann gibt es einen Trageriemen und hier haben wir das gute Stück. So, hoppla, da fällt die Sonnenblende schon raus, das ist schon mal gut. Den Rest, oh, können wir wegnehmen. Da haben wir das Objektiv. Und das Objektiv selber. Aufs Objektiv gehen wir natürlich nochmal einzeln ein, aber jetzt erstmal nur zu schauen, was ist alles mit drin. Also wir haben das Objektiv, Rückdeckel ist mit dran. Wir haben einmal den Frontdeckel natürlich und dann gibt es hier die Sonnenblende. Raschel, raschel, raschel. Hoffentlich ist das nicht so laut. Sonnenblende, sehr stabil gebaut auf jeden Fall. So, festdrehen und das war's. Dann haben wir die Ansteckknöpfe, auf die, wie gesagt, gehen wir einzeln natürlich nochmal ein. Wir wollen ja nochmal schauen, was mit drin ist. Dann Garantiekarte nochmal, die Bedienungsanleitung, wofür die einzelnen Knöpfe natürlich wichtig sind, wird hier drin beschrieben. Und der Trageriemen, um das Objektiv dann eben auch direkt tragen zu können. Bitte nicht an der, am Kameragurt tragen, weil dafür ist dann doch das Gewicht schon ganz schön, was dann auf das Bajonett wirkt. Nicht, dass jetzt da irgendwas passieren würde, aber um einfach eine Zugentlastung zu haben, ist es immer besser, dann das Objektiv direkt zu tragen. So, das war es im Grunde. Wir haben also das Objektiv, wir haben die Bedienungsanleitung, die Garantiekarte und den Trageriemen. Mehr ist hier nicht mit drin. Wie gesagt, das einzelne Objektiv selber mit ein paar Beispielbildern folgt im nächsten Video.